Hallo, Jörg Fohrmann hier. Ein kurzer Clip zu den vier Grundpfeilern, könnte man sagen, oder Grundelementen von Trauma-überwältigenden Erfahrungen. Dazu gehört A. Ein hoher Erregungspegel, hoher Erregungszustand, das heißt ein hoher sympathikotoner Zustand, der dazu führt, dass dein Organismus in Kampf- oder Fluchtzustände hineingepusht wird. Das kannst du dir mal so verbildlichen, wenn du dir irgendwie was vorstellst, was dich irgendwie so milde in Stress versetzt, eine Situation, die dich leicht überfordert, und dann mal reinspürst, was passiert. Dann wirst du schon merken, wie die Erregung in Wallung kommt, ne? Wie wir also vielleicht schwitzen oder einfach mehr Energie spüren. Und der Körper möchte eben halt uns ermöglichen, dass wir überleben. Darum geht's. Ja? Also hoher Erregungszustand und nach Grad der Intensität oder Belastung, die da ist, eben entsprechend höher. Dann Säule 2. Wir haben eine psychophysische Kontraktion. Psychophysische Kontraktion bedeutet, dass du auf der psychischen Ebene kontrahierst, dich zusammenziehst und auf der Physis, also der physischen Ebene auch. Das kennen auch viele, dass die Möglichkeiten, der Spielraum wird enger und der Körper wird auch enger, um sich zu schützen. Man zieht vielleicht hier hoch, man klemmt den Atem ab, man ist also wesentlich weniger in der Lage, flexibel mit diesen Dingen umzugehen. Reich sprach diesbezüglich auch vom Körperpanzer oder vom Charakterpanzer. Ja? Das heißt also, es geht wieder darum, da wieder eine Weite reinzubringen. Das hat was mit dem, was auch im Soma Embodiment passiert, zu tun. Also, dass der Körper wieder mehr Raum bekommt, mehr Stabilität, mehr Aufrichtung, mehr Erdung und so weiter. Dann haben wir den Faktor 3. Es ist ja so, dass wenn wir in diesen Stressmodus reinkommen und irgendwann das Gefühl haben, nicht wegzukommen, dass dann der dorsale Vagus reinschießt, und der bewirkt eben, wie in vielen Videos schon beschrieben, dass wir in diese Shutdown-Zustände reingehen. Das heißt, wir befinden uns dann in der Regel in einem Zustand von Hilflosigkeit, wo wir nicht aus der ganzen Nummer vermeintlich nicht rauskommen, wo wir wissen, unsere Kompetenzen reichen nicht aus, wir können nicht schnell genug laufen, wir sind nicht stark genug, wir können uns keine Hilfe holen, was auch immer. Und dann kommt also eine Art Erstarrungszustand, Freeze-Zustand, Shutdown-Zustand. Das soll zum Beispiel bewirken, dass ein möglicher Angreifer vielleicht von uns ablässt, weil er kein Interesse mehr hat, oder eben halt bewirken, dass Schmerz im Grunde runtergefahren wird. Das ist einfach eine natürliche biologische Reaktion, die uns und andere Antilopen davor bewahrt, ja, dass wir quasi das voll erleben müssen, wenn wir von einem Raubtier gepackt werden. Ja, und damit einher geht eben Aspekt 4 der sogenannten Dissoziation. Und das Paradox ist ja, das geht ja auch alles dann parallel. Das heißt, wir haben eine Überkopplung, wir haben einen hoch aktiven Sympathikus und auch einen hoch aktiven dorsalen Vagus. Ja, also das läuft quasi parallel ab. Und eben dann in dieser Dissoziation wird das quasi weggeblendet. Wir blenden dann bestimmte Aspekte weg, wir blenden bestimmte Wahrnehmungen unseres Körpers weg, wie zum Beispiel den Schmerz. Oder ganze Körperbereiche oder Wahrnehmungsbereiche. Das ist dann, sieht man bei den Augen zum Beispiel gut, wie Leute auf einmal, wenn sie in bestimmte, bei Vagusübungen sieht man dann, wie sie dann, wenn sie in bestimmte Bereiche gucken, auf einmal Schwierigkeiten haben, da zu bleiben. Und das heißt, dann blenden Menschen dauerhaft bestimmte Aspekte ihres Lebens weg oder ihres Seins weg. Das kann auch sein, was weiß ich, bei Frauen dann, dass sie ihre Weiblichkeit ausblenden, weil ihnen mal was passiert ist. Oder bei Männern, dass sie ihre Kraft nicht zu sich nehmen, weil sie früher immer runtergedrückt wurden oder verprügelt wurden oder sonst was.
Und oder dass sie sich eben überhaupt nicht zeigen, weil zeigen ist gefährlich. Wenn ich gesehen werde, könnte ich ja auch angegriffen werden. Das kann alles Mögliche sein, was man dann auch infolgedessen als Strategien entwickelt hat. Die Dissoziation ist den meisten Menschen natürlich erstmal nicht bewusst. Ich habe da ein paar Videos zu gemacht. Es ist nach wie vor einfach eine nach wie vor funktionale Strategie, Dinge wegzublenden, auch selbst gar nicht mehr so ganz da zu sein. Aber es ist natürlich auf Dauer eine dysfunktionale Strategie, weil wir damit deutlich unter unseren Möglichkeiten und Fähigkeiten bleiben. Und das ist einfach für einen erwachsenen Menschen auf eine gewisse Weise ja auch dann tragisch. Ja, und alle weiteren Symptome und Phänomene, die zu diesem Formenkreis gehören, was weiß ich, wie intrusive Gedanken, Gedankenkreisen, Schlafprobleme, Ängste etc., das baut letztendlich alles darauf auf. Das ist quasi so die Basis und das andere kommt danach. Das heißt, für Menschen, die davon betroffen sind, ist es total wichtig, diese Basis erstmal zu bearbeiten und hinzukriegen und dann sich an die einzelnen Phänomene zu wagen, weil sonst bist du immer nur oben das Unkraut am Abschneiden und das wächst immer nach, ne, in neuen Formen. Und das baut sich ja auch aufeinander, wie gesagt, auf mit der Zeit. Ja, das addiert sich, das summiert sich. Und das ist eben auch ein problematischer Faktor dabei. Ich hoffe, ich konnte dir einen kleinen Impuls geben. Und die Krähen rufen mir jetzt auch zu. Ich soll Pause machen. Das mache ich jetzt. In diesem Sinne, schöne Grüße aus Zürich und alles Gute. Jörg Fuhrmann, tschüss.